habe schon eine Maus gefunden, hinter dem Baum hier. Oh. Ich habe auch eine Maus. Ja, im Grunde genommen muss ich meiner Tochter dafür danken. Sie ist jetzt mittlerweile 3,5, liebt aber Bücher über alles, unter anderem auch Wimmelbücher. Und so kam es zu der Idee, zum 200-jährigen Geburtstag von Katharina Kasper auch ein Wimmelbuch für Kinder zu gestalten. Das Positive am Wimmelbuch ist einfach, dass durch den geringen Textanteil die Kinder sich das Buch selbstständig nehmen können und selbst so, ja, selbst zum Leser werden und sich das gegenseitig betrachten und auch sich gegenseitig erzählen können, was sie auf den Bildern sehen. Und der Erzieher oder die pädagogische Fachkraft in diesen Fällen nur noch Impulse reingeben braucht oder reingeben muss und die Kinder selbstständig aktiv werden. Und das ist das Schöne an solch tollen Wimmelbüchern. Lisa, erzähl du mal, was siehst du hier auf dem Bildern? Ich sehe einen Vogel, einen Birnenbaum, einen riesigen Bauernhof, einen Blumengarten und viele, viele Leute. Das sind ganz, ganz viele Menschen. Und wir sehen einen tollen Birnenbaum. Ich habe die gleiche Seite wie du. Und wir haben ja eben erzählt, dass die Katharina die Birnen immer verschenkt hat. An die armen Kinder und an kranke Menschen. Mit dem Birnenbaum ist es so, dass in dem Garten des Elternhauses von Katharina stand ein Birnenbaum. Und der Vater hat dann die Birnen immer gepflückt und hat dann viele Birnen, so viele wie Katharina in ihrer Schürze tragen konnte. Die haben ja alle Schürzen getragen früher, die Mädchen. Hat er ihr dann mitgegeben und dann ist sie ins Dorf gegangen zu den kranken Frauen und Männern und hat denen eine Birne geschenkt. Ich dachte, die sind auch nur als Männchen reichen. Die sind bestimmt. Bitteschön. Da sehe ich keinen einzigen Tropfen auf den Birnen. Bitteschön. Lernen, finde ich, kann man von Katharina Kasper sehr viel. Es gibt ja auch andere Heilige wie Franziskus, St. Martin oder auch der heilige Nikolaus. Und da gibt es auch einige Parallelen zu Katharina Kasper, wenn es darum geht, eben, wie eben auch der Untertitel des Wimmelbuchs sagt, teilen, helfen, Jesus folgen. Und Vorbilder sind für Kinder, aber auch für Erwachsene durchaus von Bedeutung. Man kann viel davon auf das eigene Leben übertragen. Und das ermutigt auch, Verantwortung zu übernehmen. Für das eigene Leben, aber auch vor allen Dingen für die Mitmenschen. Und damit kann man auch die Welt ein Stück mitgestalten. In Zeiten von Corona ist natürlich die Geschichte von Katharina vielleicht auch nochmal eine besondere, wie man sich den Menschen widmen kann, wie man arme Menschen im Blick haben kann, wie man Menschen im Blick haben kann, die in Not sind, wie auch immer. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die gerade auch in die Zeit jetzt passt.